Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und das hier ist ein Guide zur Awakening Guardia. So, bevor wir richtig anfangen, will ich ein bisschen was über diese Klasse erzählen. Und zwar ist Guardia eine Klasse, die eher so stationär ist. Die ist sehr gut für DK-Spots, gerade für DK Dornenwald. Und sie ist leider nicht so mobil. Jedoch ist die Guardia einer der einfachsten Klassen im Black Desert Online und von daher auch gut für sehr lange Grindstunden. Also, bevor wir mit den Addons starten, zeige ich ein paar Skills, die sehr gut bei der Guardia sind. Gerade für die Pre-Boss würde ich diesen Skill nutzen. Ganz kurz, nur SLMB. Der gibt euch 20% Attack Speed. Und dann gibt es noch den Skill Firebone Rapture. Das ist Bersne gut auf Deutsch. Der gibt euch 20 AP von an sich. Und wenn man jetzt auf dem Addon genau guckt, gibt der auch nochmal 30 AP dort. Das hier sind die Addons für die erste Combo, die wir nutzen werden. Es gibt insgesamt zwei Combos, je nachdem wo ihr grindet, aber das werde ich nachher zeigen anhand von Videos. Benutzt ihr die eine oder andere Combo. Diese Combo, die ich jetzt gleich zeigen werde mit diesen Addons, die ist eher so für die Kill-Spots, für stationäre Spots. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Also, auf dem Attack Speed Buff, also quasi auf dem SLMB, ist Accuracy drauf und Movement Speed. Auf den Skill Screaming Fang, also der Shift RMB Skill, ist Bonusschaden gegen Monster drauf und Minus DP. Und bei der, also bei dem Shift Q von der Guardia ist Minus DP und Minus Evasion. By the way, also Guardia ist eine Klasse, die extrem viel Präzision hat. Also ihr braucht bei gar keinen Spot Prezi, quasi. Und ja, ne? Ihr könnt die Prezi rein theoretisch auch ersetzen durch irgendwas anderes, aber das Ding ist halt, durch diese Combo haben wir quasi alles, was wir brauchen. Von daher nicht wundern, wenn bei einigen Skills auch ein bisschen mehr Minus-DP dabei ist. Auf jeden Fall, Cleansing Fang ist Shift-F. Dort haben wir Back-Attack 5% und Critical Damage 5%, also Crit-Damage 5%. Und dann haben wir noch den Shift-LMB-Skill. Den braucht ihr quasi nicht auf jeden Spot. Gerade bei Tungadruin ist das nur optional, wenn man den nutzt. Aber der Skill ist sehr gut für die Kill-Spots, was wie Dornwald. Den würde ich da definitiv mit einbinden. Aber nicht die aufgeladene Version, sondern nachdem ihr Shift F gedrückt habt. Die Kombo werde ich jetzt gleich zeigen. Auf jeden Fall, den benutzt ihr quasi mit als Flow. Da ist auch nochmal Minus DP drauf und Down Attack Damage. Und hier ist einmal nochmal ein Pre-Buff. Das ist, wofür wir eben geredet haben. Fireburn Rapture ist Bersne Blut. Da ist nochmal Bonus AK gegen Monster drauf und Attack Speed. Also bevor wir jetzt richtig starten mit der Combo, ist es wichtig, dass ihr den Skill Kette Erschöpfung auf die 4 legt und Bersten Blut auf der 3. Unten auf dem Quickslot könnt ihr ganz einfach, simpel hier rüberschieben auf die 4. Ich habe es schon gemacht bei mir. Es hat einfach ganz einfach den Grund, weil man diese beiden Skills eigentlich nur durch den Quickslot triggern kann und die halt sehr wichtig sind, auch für die Combo. Und zwar, wir drücken als erstes die 3, Bersten Blut, S-Linksklick, dann drücken wir Shift-F, halten Shift-Linksklick gedrückt, Shift-Q und dann Shift-Rechtsklick. Ich mache die Kombo jetzt das zweite Mal vor und zwar Bersten Blut, S-Linksklick kurz, Shift-F, Shift-Linksklick, Shift-Q und Shift-Rechtsklick. Ich werde hier wahrscheinlich noch einblenden, wie die Combo bei Dornwald aussieht, wie genau das jetzt aussieht, wie man auf dem Spot ist. Ich hatte damals auch mal ein Guardia-Guide gemacht, aber das war eher so eine Combo für Midgame-Spots. Von daher gehe ich jetzt ein bisschen detaillierter an diesem Guide ran, der halt eher für Endgame-Spots gedacht ist. Diese Combo benutzt ihr halt nur für Endgame-Spots, wie schon gesagt, Deck hier. Oder stationäre Spots wie Stars and Pillars, könnt ihr auch nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir nachher zur nächsten Combo und let's go. So, wir werden jetzt mit der zweiten Combo anfangen und zwar zeige ich erstmal die Add-ons, bevor wir damit anfangen. Und zwar sind das die Add-ons. Diese Combo, die ich gleich zeigen werde, benutzt ihr für Spots wie Tungadruin auf absoluten Endgame-Spots oder Single-Target-Spots. Auf jeden Fall, hier ist einmal Attack Speed drauf, auf S-Links-Click Movement Speed und auf Searing Fang bzw. Shift RMB ist dann Bonusschaden gegen Monster drauf, Attack Speed und auf Shift Q ist dann auch nochmal ein Debuff drauf. Hier könnt ihr es einmal sehen, ihr könnt es einmal abscreenshotten, das ist einmal hier auf Englisch, aber ich denke mal, dass die meisten Leute das auch verstehen werden, was genau hier die 30 Monster AK sind, Attack Speed und allem. Das mit der 100 ist Blutungsschaden, Bleeding Damage
die Leute das nicht wissen. Und ja, die Combo sieht wie folgt aus. Die ist jetzt etwas schneller wie die erste Combo. Wir werden mehr oder weniger auch ein paar Sachen canceln. Und zwar startet ihr erstmal mit Burst of Glut. Dann drückt ihr unten aus dem Quickstart, was ich auf der Fair gelegt habe, ist Flow to Ashes. Das ist Kette Erschöpfung auf Deutsch. Das drückt ihr dann danach und danach S-Linksklick. Das ist jetzt sehr schnell. Ihr könnt aber links die Tasteneingaben sehen und ich werde wahrscheinlich auch im Video, ich werde nachher ein Video einblenden lassen, wo ihr das auf einem Spot sehen könnt, wie beispielsweise Tungrad Ruinen. Also, Bärste Glut, Kette Schöpfung, SNLB, Shift Q, Shift F, Shift Restklick. Das ist die kurze Combo quasi, ne? Meistens, wenn ihr Hardcapped Gear habt, reicht das schon aus für Tungrad Ruinen. Wenn ihr etwas weniger Damage habt, könnt ihr wie folgt machen. Und zwar könnt ihr Bärsten Glut drücken, Kette Schöpfung, S-Linksklick, Shift Q, Shift F, Shift Linksklick. Und danach könnt ihr Shift Rechtsklick einbauen mit dem Flow, wenn ihr zu wenig Damage habt. So. Hier habt ihr jetzt eine kurze Einblendung, wie genau das bei Tungrad Ruinen aussieht. Und zwar sieht die Combo genau so aus. Ihr könnt euch das ja mal eine Zeit lang angucken und ungefähr einschätzen, ob das gut für euch ist. Auf jeden Fall wird diese Combo auch von vielen Leuten genutzt. Gerade Leute, die mit Awakening Guardia bei Tungrad Ruinen grinden. Und dann würde ich sagen, spielen wir auch direkt zum nächsten. Wir sind jetzt beim Movement angelangt und zwar hat die Guardia, wie schon ich am Anfang erwähnt hatte, gar nicht so viel Movement und zwar, ja, es gibt auch ein paar Sachen, die ihr ein bisschen austricksen könnt und zwar könnt ihr, es gibt quasi einen Sprint bei der Guardia, das ist der WF, der Skill heißt Juggernaut auf Englisch, das ist quasi der hier, den könnt ihr auch ein bisschen lenken, der geht aber jetzt nicht so weit. Und zwar, was ich meistens immer gerne mache, ist aber auch ein bisschen Gewohnheit, ich spiele schon seit 3-4 Jahren Guardia. Und zwar drücke ich meistens immer WF, W-Shift-Leertaste Rechtsklick aus der Non-Ava, dann könnt ihr zweimal hintereinander so einen kleinen Dash machen. Was die meisten aber nutzen und was wahrscheinlich auch teilweise schneller ist, ist, wenn ihr WF drückt, also der hier, ist aber teilweise ein bisschen schwer und dann SF. Ne? Ich habe jetzt gerade aus Versehen die Ult benutzt. War gerade ein bisschen Fail von mir. Also ich werde es nochmal vormachen. Und zwar, ihr drückt WF. Dann dieser Sprint. Dann der SF. Ich habe den gerade auf Cooldown. Der war meins. Dauert kurz ein bisschen. So, der hat einen sehr langen Cooldown. Der Felix-Skill, den man da quasi mit einbauen kann. Der hat einen Cooldown von 18 Sekunden. Also relativ viel. Ne? Wenn ihr ihn auf den Quickslot schiebt, hat eine längere Animation, dann sieht das wie folgt aus und zwar so, ist quasi nur für PvP interessant, wenn ihr quasi eine lange Protection haben wollt. So sieht das aus, wenn ihr so einen Quickslot auslöst, ist ein bisschen längerer Iframe, aber dadurch könnt ihr auch aus schwierigen quasi Situationen raus. Also, was ich zeigen wollte, ihr drückt WF und dann drückt ihr SF. Okay, ich habe gerade ein bisschen reingeschissen. BF und dann SF. Genau so sieht das aus. Ich habe gerade ein bisschen reingekackt, aber so sieht das quasi aus, was ihr gut einbauen könnt. Einfacher wäre natürlich, wenn ihr WF drückt und dann natürlich W, Shift und dann Space. Ne? Da macht ihr diesen doppelten Dash nach vorne. Das ist dann quasi für kürzere Strecken von Pack zu Pack. Und ja, das war quasi das Movement von der Guardia. Da sind wir jetzt zu den Relikten, beziehungsweise die Lichtstein-Kombinationen, die hier würde ich nutzen, die sind overall am besten für die Guardia. Und zwar ist auch einer der besten Lichtstein-Kombos Opfer für das hehre Ziel, das heißt glaube ich Alert Attack auf Englisch. Ich glaube, die einige Leute sollten das ein Begriff sein. Und zwar, ich muss Strike eintippen, ich stelle es mal kurz auf Englisch, hier. Alert Attack, hier. Alert Attack ist die besten Slot Awakening Guardia Relikt Combo. Alternativ, wenn das jetzt zu teuer ist, könnt ihr auch für, wenn ihr sowas wie Orcs Grinder Demi-Human nehmen, also Halbmenschen. Ich gebe mal hier Halbmenschen ein. Oder Demi-Human auf Englisch. Hier. Das ist zweimal Brüllen und einmal der bunte Lichtstein.
Das wäre dann beispielsweise für Orks das besten Slot, die besten Slot Lichtstein-Kombo. Oder für Tungra-Druiden, wenn ihr jetzt kein All-Out-Attack habt. All-Out-Attack ist im Grunde, ich glaube, so einen halben Prozent besser. Ungefähr. Weil Tungra-Druiden halt ein Spot ist, wo ihr ein 1100er AP-Cap habt. Auf jeden Fall, entweder ich würde Monster-spezifisch nehmen. Oder wenn ihr halt habt All-Out-Attack, ne? Hier habt ihr es nochmal. Ups, ich bin gerade ein bisschen lost. Hier. All-Attack, besten Slot. Wenn ihr es habt, nutzt das umso besser. Hier sieht man das nochmal. 24 AP, 5% Crit Damage. Sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Punkt. So, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über nettes Feedback und eine positive Bewertung freuen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream auf twitch.tv/instawolftv und ciao.